Und ich mach das halt auf. Also es war schon offen, ich musste nur noch öffnen. Mach's auf, zieh raus und da ist halt ein Babyfoto drin. Von einem Neugeborenen. Ich dachte so, was geht denn jetzt ab, Alter? Hast du gute Tramp-Geschichten? Ich hab die Geschichte... Also, ich finde es eine gute Tramp-Geschichte. Wie ich dabei geholfen habe, ein Kind zu zeugen. Das soll ich schon mal erzählen, ne? Ich erzähle die Geschichte von hinten, weil das einfach mehr Spaß macht. So, ich bin im Klimansland und stehe da am Teich, so, ne? So, pass auf. Ich bin im Klimansland und stehe da am Teich. Auf einmal kommt eine Mitarbeiterin, also eine Kollegin quasi an und meint so, Hauke, hier ist Post für dich. Und ich so, was? Und sie guckt auch schon so komisch. Und sie drückt mir halt so ein Schreiben in die Hand und ich mach das halt auf. Also es war schon offen, ich musste nur noch öffnen. Mach's auf, zieh raus und da ist halt ein Babyfoto drin. Von einem Neugeborenen. Ich dachte so, was geht denn jetzt ab, Alter? Was geht denn jetzt ab? Wieso schickt mir denn jemand Bilder von einem Baby? Und ich fange halt an zu lesen. So, hier kommt die Geschichte. Finn und ich waren auf dem Wake the Line in... Da gibt's, glaube ich, auch noch ein Video von. Warte mal ganz kurz. Wake the Line Finn. Klimatops Video war ziemlich kacke. Ist in dem Video drin, wie wir zum Wake the Line fahren? Ist der richtige Screen an? Sekunde, Sekunde. Ja. Ei! Alter, wie viele Dinge es zu diesem Video zu sagen gibt. Erstens, wegen diesem Dreh musste ich ins Krankenhaus, weil ich einen allergischen Schock hatte. Also, ich habe ja schon mal erzählt, ich bin quasi ein Supermensch, wenn es um Bremsenbisse geht. Bremsenbisse, ich weiß nicht, das nennt man das in ganz Deutschland so, diese Pferdefliegen-Bremsendinger so. Und bei mir schwellen die nicht an und die jucken auch nicht. Das gibt's. Es gibt Menschen, bei denen passiert das nicht. Ich habe Freunde, die kriegen da so einen Flatschen und bei mir passiert da einfach nichts. Ich merke, dass die mich stechen und dann haue ich die tot und dann passt das. So. Es ist halt mega cool. Das ist definitiv ein Skill, den ich geil fand, wenn ich Rasen mähen musste und so. So, jedenfalls haben wir hier für dieses Ding, ich gehe mal kurz durch. Das ist doch sehr... Ja. Du bist ein bisschen... Das ist sogar das Erbärmlichste, was ich je gesehen habe. Oh, das ganze Video ist wirklich so erbärmlich. Nummer 3 ist Style. Style. Und Nummer 5 ist Sieg. In der Übung trainieren wir in seinem Garten. Also jedenfalls, irgendwann in diesem Video, also hier trainieren wir noch in seinem Gartenteil. Was er nicht schlecht gemacht hat, muss ich ihm zugute halten. So, dann fahren wir irgendwann zu diesem Ding. So, eine Anlage, da klappt's auch. Und dann kommen wir auf die glorreiche Idee, mit dem Auto neben einer Beke herzufahren, während Finn da drauf fährt. Alter, da waren so viele Bremsen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich glaube, man sieht auch gleich in diesem Video, wie wir vom Auto aus filmen. Ich stelle mich dann nämlich aufs Auto, also an der Seite, guck so aus dem Fenster raus und film hier. Bei dem Wagen hänge ich dann so aus dem Fenster und film. So, und während ich film, brauche ich beide Hände. Aber da waren so viele Bremsen, dass mich dann halt die ganze Zeit Bremsen gebissen haben. Und ich dachte halt, ja, ignorierst du halt. Ist halt nervt, aber schwillt ja auch nicht an und so. Ist jetzt kein Weltuntergang. So. Ja, war voll die Kackidee. Ich glaube, ich war in dem Auto, das sieht man gleich, glaube ich, auch nochmal. Dann haben mich halt so viele Bremsen gestochen. Abends wurde mir irgendwie auch schwindelig und so. Und dann sind wir halt zum Krankenhaus. Und er meinte, haben Sie heute irgendwas gemacht? Das ist schon irgendwie, haben Sie Bettwanzen oder so? Weil er meinte, man kann das von Bettwanzen haben, so einen allergischen Schock oder so. Und er meinte, ja, nee, mich haben heute ganz viele Bremsen gestochen. Und dann meinte er, ja, vielleicht ist das, junger Mann. Diese 150 Bremsenstiche oder was auch immer Sie sich da abgeholt haben. Richtig, richtig dumm. Naja. Jedenfalls, warte, hier sieht man das noch. Ist da irgendwo mal ein Schnitt? Voll. Ja, genau, diese Bilder geil, sind. Voll geil, die Klima bläst mir voll in den Po. Voll geil, die Klima bläst mir voll in den Po. Satz damit reingemischt. Voll geil, die beißen mich, Alter. Aber, ah, die beißen mich, Alter. Alles klar! Eigentlich ganz voll geil, Alter. Voll geil, die Klima bläst mir. Alles klar! So eine Scheiße, es kotzt mich an! Hier klappt es aber echt ganz gut. Hier, da bin ich. Ich bin irgendwann stand ich halt auf dem Auto und hab gefilmt. So. Und dabei haben mich halt super viele Bremsen gestochen. Jetzt aber nächster Punkt. Warum erzähle ich das eigentlich? Genau. Nein. Wir sind hier dann. Wir haben. Ich weiß gar nicht, woher Finn den kannte. Moritz vom Wake the Line kennengelernt. Der konzipiert diese Anlagen.
der baut das. Mega krasser Typ. Also Ingenieur gelernter und der baut diese Anlagen. So, das war auch das Allergeilste, ey. Sind halt nur coole Typen und ich komme immer, ich habe mich jedem vorgestellt, und gesagt, hallo, ich bin Hauke, ich gebe normale, langweilige Handschläge. Weil halt alle irgendwie so ein Handschlag geben so. Und ich raff halt gar nichts, Alter. Und irgendwann habe ich halt gesagt, ey, hallo, ich bin Hauke, ich gebe dir ganz normal die Hand. Und dann hat es halt funktioniert. So, und dann waren wir auf dieser Veranstaltung. Ich weiß nicht, sind hier Bilder vom Auto drin? Mal ein Bier. Wir mussten halt sein ganzes Equipment mitschleppen. Also alles, was er hat. Wir haben sein Wakeboard, den Helm, das ganze Zeug und so. Dann war da halt auch noch so ein, weiß ich nicht, waren wir dann noch auf irgendeiner anderen Videografer-Veranstaltung, keine Ahnung. So. Und auf dem Rückweg von dem Event sind wir über Autobahn halt gefahren. So. Und auf der Autobahn haben wir schon direkt am Anfang einen Anhalter mitgenommen. Oh, ist halt so gemein, wenn er das heute sieht, aber das kann man auch schon ehrlich sagen. Ich sag mal, wir hatten schon unterschiedliche Vibes, er und wir so. Er war halt so ein Lebenskünstler. Ich würde fast also wirklich, ich meine das nicht gehässig, ich würde fast sagen, so ein bisschen ein Hippie. Hatte so einen Freigeist. Wie heißen diese Instrumente, die so Hippies immer spielen, die irgendwie 600 Euro kosten und jeder will mal spielen, aber keiner hat eins, dieses Handpan, heißt das wirklich so? Ja, da, die Dinger. So ein Ding hat er gespielt, hat er uns erzählt. Brauchen wir nicht drüber reden, hammer geil und so, aber man trägt halt auch so einen Hut, wenn man sowas spielt, in der Regel. Das macht man halt so. Die ist voll geil, aber die kosten halt auch richtig Geld. Naja, so ein Ding spielt er und der war auch cool. Der war wirklich ein netter Typ so. Nur der fand halt unsere Musik zum Beispiel voll scheiße. Wir haben da, glaube ich, irgendwie, weiß ich auch nicht mehr, wir haben da irgendwie ein neues Hip-Hop-Album. Ich glaube, da war gerade das neue Album von Jan Delay und Co. oder von Beginnern. Ich glaube, da war das Anmar-Ding. Wie hieß denn das noch? Füchse oder so hieß das Album. Ich glaube, das war da gerade draußen. So. Jedenfalls, erst hatten wir ihn dabei. Irgendwann haben wir ihn dann abgesetzt und dann sind wir weitergefahren. So, und dann kamen wir zu einer Tanke. Also eine typische Autobahnraststätte. Und an dieser Autobahnraststätte stehen wir halt, wir fangen an zu tanken, gehen irgendwie noch rein. Bambule, kann auch sein, dass es so hieß. So. Und, ja, das Album an sich war irgendwie, glaube ich, eher so, aber naja. Jedenfalls sind wir dann in die Tanke und auf dem Rückweg beim Rauskommen spricht mich halt eine junge Frau an. Und die sagt halt, ey, mein kleiner Bruder ist Riesenfan von euren Sendungen. Und ich so, ja klar, dein kleiner Bruder, ne? So, aber nein, nee, wirklich. Sie haben dann, ja, so mein kleiner Bruder ist halt irgendwie großer Fan eurer Sendung. Ich gucke das auch manchmal und so. Der wird sich mega freuen, wenn wir ein Foto machen. Kannst du mir vielleicht ein Autogramm für ihn geben? Ich so, ja, klar, können wir machen. So, dann ein Foto gemacht und dann habe ich ja erzählt, immer wenn ich mich mit Leuten unterhalte, also wenn mich Leute ansprechen, versuche ich immer so ein bisschen Smalltalk. Dann meine ich, was macht denn ihr hier und so? Und dann meinte sie, also ehrlich gesagt, es klingt jetzt dumm, weil wir haben halt gerade eine Autopanne. So, und dann hatten die halt echt eine Panne. Die hingen da halt fest. Also die hatten dann, standen da, ihr Auto stand da irgendwie um die Ecke. Dann kamen auch ihre beiden Reisebegleiter, also noch eine Freundin und ein Kumpel waren dabei. Und die kamen dann auch so dazu und meinten halt so, ja, ey, wir stehen jetzt halt hier seit irgendwie 2 Stunden rum. So, und kommen halt auch hier nicht weg. Wir haben Pannendienst angerufen. Die meinen halt, die kommen und holen das Auto, aber die können das wohl auch nicht flicken, weiß ich nicht. Und dann meinten, wir müssten hier hin. Und dann haben die uns das erzählt. Und wir waren mit meinem VW Polo unterwegs. So, und wir hatten ja Finn, mich, ein Wakeboard, das komplette Wakeboard-Zeug, Filmequipment und so. Wir hatten das ganze Auto mit Zeug voll. Da meinten wir aber so, ey, wir können die halt jetzt hier auch nicht stehen lassen und so. Das ist halt auch voll der Scheiß-Move. Ich meine, wisst ihr was? Steigt ein. Wo mussten die? Die mussten irgendwo, auf jeden Fall entlang unserer Route. Die mussten irgendwo, glaube ich, an der A1 oder A28. Ich glaube, die mussten an der A1. Direkt an der Ausfahrt, wo wir auf die 28 runterfuhren, glaube ich. Da mussten die hin oder so. So, dann meinten wir, ja, fuck it, nehmen wir euch mit. War irgendwie noch 2 Stunden Strecke oder so. Haben wir die eingepackt und sind halt mit denen weiter. Ey, fuck, ey. Ich habe halt die Bilder auch nicht mehr. Da hatten wir auch noch so Fotos, glaube ich, von wie die... Ich dachte, das wäre in diesem Video. Oder hat er das damals auf Social Media? Da gab es noch so ein Bild, wo die hinten im Auto sitzen und halt alles so voll. Ist halt wirklich, die hatten das Wakeboard so auf dem Schoß. Einer von denen hatte Finns Helm auf, damit das passt und so. Naja. Jedenfalls sind wir dann halt weitergefahren mit denen im Auto, haben die dann halt irgendwann, ja, 2 Stunden später bei sich an einer Raststätte, also sind dann von der Autobahn runter, da war irgendwie so ein Gasthof, da haben wir die abgesetzt, dann wurden die abgeholt. Ja, das Auto von denen blieb einfach stehen, das hat dann irgendwie der Pannendienst abgeholt oder so, das war auch so ein bisschen eine ältere Karre. Vielleicht hört sie oder ihr Bruder das ja, diese Geschichte jetzt. So, ich habe die Karte auch noch in Deutschland. Jedenfalls kommen wir zurück zu dieser Karte.
Wir fahren halt an dem Abend nach Hause so. Und diese Karte kommt irgendwie, ja, halt so 10, 11 Monate später kommt halt diese Karte ins Klimansland. Und in dieser Karte steht halt, das ist halt der kleine, ich hätte halt mir gewünscht, dass der Hauke heißt, tut er aber nicht. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass der halt an diesem Abend gezeugt wurde. Denn der junge Mann und der im Auto war und die junge Frau, die mich angesprochen hat, sind ein Paar gewesen. Und sie meint, wären die an diesem Abend nicht eher nach Hause gekommen, wäre ja wahrscheinlich auch dieses Kind nie entstanden. Und deswegen habe ich da irgendwie mitgeholfen. Und das stand in diesem Brief, ich schwör's. Und ich dachte auch so, nun, einerseits natürlich ganz süß, andererseits weiß ich auch nicht so richtig, was ich sagen soll, aber ich habe mich schon auch gefreut über die Karte. So, genau, ist eigentlich eine nette Geste. So. Und das ist meine Anhaltergeschichte. Ist keine schlechte Anhaltergeschichte, oder? Kannst nix sagen.